Hallo Leute, heute ist schon wieder Sonntag, daher eure Zuschauerwitze. Danke für die Vorschläge und viel Spaß! Wo ist Aporett am liebsten? In der Apotheke? Eine Omi ist beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und sagt, ich höre nicht mehr so gut. Der Arzt schaut in ihr Ohr und wundert sich. Er sagt, gute Frau, Sie haben ein Zäpfchen im Ohr. Was? Fragt die Oma verwundert. Darauf der Arzt, ja, Sie haben ein Zäpfchen im Ohr. Da sagt die Omi, okay, dann weiß ich jetzt, wo mein Hörgerät ist. Wie heißt der Oberschenkelbruch bei Männern auf Chinesisch? Knicki knacki nah beim Saki. Ich habe lieber keine Haare als eine Glatze. Karl 54. Der ist bestimmt Karl. Unterhalten sich zwei Kinder, sagt das eine Kind, wann sagen die Japaner guten Morgen? Da sagt das andere Kind, wenn es Deutsch kann. Ja, macht Sinn. Welches Tier kann am besten rappen? Das Reptil. Schön flach. Was ist weiß und geht den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh. Treffen sich zwei Katzen. Katze 1, ich bin adelig, ich heiße Mieze vom Schlosspark. Darauf Katze 2, ich auch, ich heiße runter vom Sofa. Geht eine schwangere Frau in die Bäckerei und sagt, ich krieg ein Brot. Darauf der Bäcker, Sachen gibt's. Die letzten Worte eines Sportlehrers, alle Sperre zu mir. Ui, ab in Deckung. Sagt Johanna zum Papa, ich wünsche mir als Geschenk ein Pony zu Weihnachten. Darauf der Vater, geht in Ordnung. Darauf Johanna, wirklich? Ich liebe dich über alles. Dann der Papa an Heiligabend, so Johanna, dein Friseurtermin steht. Herr Doktor, mein Mann meint, er sei ein UFO. Darauf der Doktor, schicken Sie ihn mal zu mir. Dann die Frau, na gut, und wo soll er landen? Am besten aufs Dach. Wie heißt der chinesische Landwirtschaftsminister? Ku Dung. Und der Sexualminister? Schwing Gein Ding. Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Eine Gürkin. Alle Kinder können reimen, bis auf Klaus, der nicht. Oje. Was ist grün und singt? Sahalahat. Warum hat der Kapitän das U-Boot versenkt? Es war Tag der offenen Tür. Ui. Einmal durchwischen und weiter geht's. Eine alte, schwerhörige Frau ist beim Arzt. Sagt der Arzt, Sie haben Thrombose. Was? Thrombose. Ah, das müssen wir operieren. Was? Operieren. Ah, das kostet aber viel Geld. Hä? Viel Geld. Ah. Als die Frau zu Hause ankommt, fragt ihr Mann, und was sagt der Arzt? Darauf die Frau, ich habe einen Traumbusen, das muss man fotografieren und dafür bekomme ich viel Geld. Der war gut. Wenn sich deine Mutter auf die Waage stellt, kommt ihre Telefonnummer raus. Deine Mutter macht 3 Diäten gleichzeitig, von einer alleine wird sie nicht satt. Oje. Deine Mutter wirft eine Orange auf den Boden und schreit, los geht's, Pikachu! Deine Mutter spielte den Eisberg in Titanic. Deine Mutter ist so fett, sie braucht eine eigene Postleitzahl. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie so leicht zu durchschauen sind. Das war es auch schon wieder. Danke für eure Vorschläge, hat mich sehr gefreut. Demnächst möchte ich ein Deine-Mutter-Witze-Special machen. Also lass uns vermehrt Deine-Mutter-Sprüche sammeln. Ich freue mich. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.